Freunde, ich habe heute Besuch und wir machen zusammen Sommerrollen. Wollt ihr Hallo sagen? Nein. Meine Freunde sind ein bisschen eigen. Sag ich ja, lasst euch davon nicht irritieren. Trotzdem habe ich sie super lieb. Sie haben mich heute auf jeden Fall spontan besucht und ich dachte, wir kochen mal zusammen. Auf einmal waren wir zu viert in meiner kleinen Wohnung und das war dann doch schon ziemlich voll. Für die Sommerrollen habe ich dann erstmal die Zutaten vorbereitet, erstmal Fleisch angebraten. Kochfleisch. Finn hat noch Garnelen gekocht. So hilft übrigens Henry mit. Schlimm. Ich weiß nicht, wie der Bruder bei 8 Stunden Schlaf immer noch jederzeit schlafen kann. Und das überall, in der Bahn, im Uber, auf einer Party. Neben ihm könnten Pferde galoppieren und Elefanten Trompete spielen. Er würde es nicht merken. Jeder, außer Henry, hat auf jeden Fall ein bisschen mitgeholfen. Sogar mein Mitbewohner. Ja, ja, sein Name ist Rio. Filmst du mich etwa? Und so eine Zaubermaus, wie ich bin, stand auch schon das Essen auf dem Tisch. Sommerrollen ist so ein tolles Gesellschaftsessen und alle lieben es. Let's go eat! Bisschen quatschen, bisschen rollen, bisschen essen. Und ich habe alle meine Freunde wie Pokémon trainiert. Seht euch an, wie toll die Rollen aussehen. Der Key dabei ist einfach nicht zu voll zu befüllen. Wir machen keine Burritos. Außerdem kann man davon so viel essen und es ist auch noch gesund. Bei der Rolltechnik müsst ihr nur auf eins achten. Schön fest rollen. Und Ananas in Sommerrollen ist wie die Debatte Ananas auf Pizza. Entweder man liebt es oder man denkt, Bruder, was ist falsch mit dir? Ich liebe beides auf Pizza und in Sommerrollen. Und mit vollem Magen bekämpfen wir uns jetzt in einem Kartenspiel.